Hallo und guten Morgen aus Bad Nenndorf. Wir treffen uns jetzt gleich mit 3 Schülerinnen und einer Lehrerin hier aus der Schule. Ich habe ja schon in einem früheren Vlog mal erzählt, dass man parallel zur Ausbildung ein Studium beginnen kann. Und diese 4 erzählen uns heute, was es damit genau auf sich hat. Ja, mein Name ist Jacqueline Sonntag, ich bin im 6. Semester und habe die Kooperation durchgeführt. Ich bin Luise Reitel und ich bin auch im 6. Semester mit den anderen beiden zusammen. Ich bin Anna Schulz und habe auch die Kooperation erfolgreich abgeschlossen. Und ich bin Sibylle Tomlin, ich bin nicht im 6. Semester, sondern ich bin hier Lehrerin, Dozentin und sitze aus dem Grunde hier, weil ich hier für die Schule sozusagen ein bisschen das Bindeglied bin zwischen uns als Berufsfachschule, die diese Kooperation mit der HAWK führt. HAWK, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, so heißt es ganz genau. Erzählt ihr drei doch mal so ein bisschen vom Studium, was man dort lernt. Wieso ihr euch vielleicht auch dafür entschieden habt, das zu machen und was der Vorteil daran ist, wenn man zusätzlich zur Ausbildung schon das Studium beginnt. Den Bachelor zu haben ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dann mehr später bestimmte Berufe ausüben zu können, zum Beispiel dann Sprecherziehungen an der Musikhochschule oder so zu unterrichten oder auch andere Möglichkeiten eröffnen sich dadurch und ins Studienleben reinzuschnuppern und zu gucken, ist das überhaupt was für mich? Wir können vor allen Dingen die anderen Berufsgruppen kennenlernen im Arbeiten. Also wir waren mit Ergotherapeuten, mit Physiotherapeuten und Logopäden zusammen, ein Jahr circa, und haben Gesundheitswissenschaften gehabt als Modul, wie man interdisziplinär arbeiten kann. Und das war super interessant. Ich fand es sehr, sehr spannend, dieses wissenschaftliche Arbeiten zu erfahren und habe auch gemerkt, dass es mir hier in der Ausbildung nochmal ganz viel gebracht hat, auch in Bezug auf Lehrproben schreiben und wir mussten ja auch eine Hausarbeit für die Uni schreiben, eine weitere Qualifikation zu bekommen, um eben auch Leitungspositionen in Kliniken zu übernehmen oder auch auf dem internationalen oder europäischen Markt einfach auch anerkannt zu sein. Wie lange müsst ihr jetzt noch studieren, um den Bachelor zu haben? Also um den Bachelor in Logopädie oder Bachelor of Science zu erhalten, müssen wir noch 1,5 Jahre studieren. Und um den BIG-Studiengang zu bekommen, um wirklich zu lehren, muss man noch 2,5 Jahre studieren. Wie würdet ihr eigentlich so den Arbeitsaufwand beschreiben? Denn das ist ja schon eine Art Doppelbelastung, ein Studium parallel zur Ausbildung zu machen. Ich finde, es ist auf jeden Fall machbar. Das waren jetzt 2 etwas größere Klausuren, für die man natürlich auch intensiv lernen musste, und eine Hausarbeit. Wer seine Zeit gut einteilen kann, der kriegt es auf jeden Fall hin. Du hast gerade schon gesagt, ihr hattet auch wissenschaftliches Arbeiten. Da schwenke ich die Kamera einmal rüber, denn das unterrichtest du ja. Was ist wichtig für dich, den Schülern mitzugeben, bevor sie dann auch so richtig in ein Studium starten? Im Studium musst du auf jeden Fall Hausarbeiten schreiben, musst eine Bachelorarbeit schreiben und wenn du weitermachst, dich weiter qualifizieren willst, dementsprechend auch noch eine Masterarbeit, vielleicht eine Doktorarbeit etc. Und dieser Unterricht bietet die Grundlagen. Das war mir auch wichtig. Der Begriff Redlichkeit gehört zu den Grundvoraussetzungen wissenschaftlichen Arbeitens, dass man redlich arbeitet. Das heißt also so viel wie offen, ehrlich, aufrichtig. Wenn man eine Arbeit schreibt und da Gedankengut eines anderen Autors reinpackt, dass man es zitiert und ganz klar deutlich macht, welche Worte nicht die eigenen Gedanken sind, sondern aus einem schon veröffentlichten Werk stammt beispielsweise. Und ihr drei seid ja auch im 6. Semester und werdet quasi bald fertig in ein paar Wochen. Und ich habe mit einer Mitschülerin aus eurem Semester schon ein Interview geführt zum Thema Examen, also zu den Klausuren, zu den Examenslehrproben. Und das seht ihr jetzt. Hi, ich bin Nora und ich bin jetzt im 6. Semester und mache gerade mein Examen. Klausuren habt ihr schon geschrieben, oder? Ja, wir schreiben in 3 Fächern Klausuren. Unsere Examensklausuren waren diesmal in Stimme, in Psychologie und in Anatomie. Und wie ist gelaufen? Ja, wir waren gut vorbereitet irgendwie darauf und es hat echt Spaß gemacht, irgendwie, weil man zum Ende die Zusammenhänge nochmal anders beleuchten konnte. So, das war ganz cool. Und jetzt sind ja schon so langsam die letzten Wochen, ich glaube die letzten 3 Wochen angebrochen. Ja. Und hast du schon Pläne für danach? Wo soll es hingehen? Ich werde auf jeden Fall halbwöchentlich therapeutisch arbeiten und den anderen Teil der Woche künstlerisch kreativ. Das heißt, zum Beispiel in Form von Seminaren, die ich geben werde, oder
auch selber, dass ich auf der Bühne stehe, und das andere ist dann eben in der Praxis, in der Atemsprech- und Stimmpraxis. Ich drücke dir ganz fest die Daumen für die Vorträge, die jetzt noch kommen, und dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Dankeschön, wünsche ich auch. Ciao. Was habt ihr denn nach der Ausbildung vor, auch gerade mit dem Hinblick darauf, dass ihr hier während der Ausbildung schon das Studium angefangen habt? Also ich möchte auf jeden Fall den Bachelorstudiengang in Hildesheim zu Ende machen und erspare mir die Aufnahmeprüfung dadurch, dass ich die Kooperation gemacht habe. Ich werde nach Osnabrück ziehen und dort auch den Bachelor of Science in Logopädie machen an der Hochschule. Mich verschlägt es nach Würzburg und ich gehe jetzt erstmal arbeiten und lasse mir dann danach die Credit Points und Module auf einen anderen Studiengang anrechnen. Ah, das geht auch. Genau. Also das muss man dann mit der jeweiligen Hochschule oder Universität absprechen. Aber die sind da recht flexibel und kooperativ. Und Sibylle, du hast das Studium ja auch gemacht. Ja. Und vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit zwei anderen Autoren noch. Genau. Und zwar heißt das Buch Prävention von Stimmstörungen. Zufällig habe ich es dabei. Ach, nett, guck mal. Ja, es ist jetzt im März diesen Jahres herausgekommen. Und tatsächlich hätte ich diesen Autorenauftrag niemals bekommen, wenn ich nicht einen Bachelor und letztlich auch den Master hätte. Und habe dann irgendwann diesen Auftrag gekriegt, relativ zufällig mit zwei anderen zusammen dieses Buch zu schreiben. Der eine von den anderen ist übrigens Dr. Bernward Bock. Den kennen wir aus einem etwas früheren Vlog, weil das unser Kollege ist, der hier Phoniatrie unterrichtet. Ja, das ist sowas, was man tatsächlich, wenn man in der wissenschaftlichen Richtung sich bewegt, auch wenn man nicht an einer Hochschule direkt lehrt, durchaus machen kann, was einem passieren kann. Ein Auftrag für ein wissenschaftliches Werk. Das ist im Thieme Verlag erschienen, das ist einer der führenden Medizinbuchverlage in Deutschland und ja, ich bin ziemlich stolz. Du hast gerade schon gesagt, du hättest den Auftrag ohne das Studium nicht bekommen. Richtig. Hättest du denn ohne das Studium die Kenntnisse, sag ich mal, gehabt, so ein Buch zu schreiben? Das ist ja schon ein Fachbuch, ja. Und auch hat auch medizinischen Anklang. Ganz richtig. Also letztlich ist mein Unterricht, den ich in wissenschaftlichen Arbeiten erhalten habe, auch die Grundlage hierfür, dass ich das so erstellen konnte und dass ich wusste, wie geht man mit Quellen um, wie zitiert man und wie fügt man eigene Gedanken da mit hinein. Würdest du sagen, das Buch ist besonders eben für Fachpersonal, also für Atemsprech- und Stimmlehrer, für Logopäden? Also es ist schon vorwiegend an Menschen gerichtet, die Angebote, also Kursangebote beispielsweise anbieten wollen für Menschen in Sprech- und Stimmberufen. Aber es gibt ein langes Kapitel, das heißt Stimme und Beruf, wo ich sehr genau eingegangen bin auf alle Berufsgruppen, die das betreffen könnte und welche speziellen Belastungsfaktoren die einzelnen Berufsgruppen betreffen, wo man besonders ansetzen müsste, um seine Stimme zu schonen in den einzelnen Berufen. Ich danke euch Vieren für die Zeit, die ihr euch genommen habt, mir das hier ausführlich zu erklären. Wünsche euch dreien ganz viel Erfolg beim Examen, das jetzt noch kommt, bei den Vorträgen. Dankeschön. Und weiterhin viel Erfolg und Spaß beim Studium. Danke. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, und das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.